Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Scholz offen für Vertrauensabstimmung vor Weihnachten. Das sagte der Kanzler in der ARD-Sendung Karin Mioska. Voraussetzung sei eine Einigung der Fraktionschefs von SPD und Union. Scholz wollte ursprünglich am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen, was den Weg für Neuwahlen freimachen würde. Kreml weist Telefonat mit Trump zurück. Der russische Präsident Putin habe nicht mit dem designierten US-Präsidenten gesprochen, teilte ein Sprecher mit. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, dass Trump bei einem Telefonat Putin aufgefordert habe, den Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu eskalieren. Beginn der UN-Klimakonferenz in Baku. Vertreter von etwa 200 Staaten beraten zwei Wochen lang unter anderem über Finanzzusagen an arme Länder, damit diese die Folgen des Klimawandels abfedern können. Nach Schätzungen von Experten brauchen die Entwicklungsländer dafür künftig mindestens $1 Billion pro Jahr. Deutlicher Anstieg von FSME-Fällen in der Zeckensaison 2024. Das RKI registrierte bis Ende Oktober bundesweit 582 Infektionen. Das sind 145 mehr als im Jahr zuvor. Zecken übertragen FSME-Viren. Sie können unter anderem Hirnhautentzündungen auslösen. Fast allen Betroffenen fehlte der Impfschutz. Jecken starten in neue Karnevalssession. Seit 11.11 Uhr feiern Zehntausende den Beginn der fünften Jahreszeit. Wie hier in Köln sollen mehr als 1.400 Polizisten für Sicherheit sorgen und ein Messerverbot durchsetzen. Das Wetter heute in den südlichen Höhenlagen zum Teil sonnig, sonst oft wolkenverhangen und gebietsweise Regen. Im Westen im Verlauf Auflockerungen, aber noch Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 2 bis 12 Grad.